Hi, mein Name ist Micky Monumental, ich bin Parfumsammler aus Wien. Willkommen auf Pleite wegen Düfte. Frohen ersten Advent! So, ich habe mir gedacht, ich will ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten. Keine Ahnung wieso, einfach so. Ich mache das normalerweise eher nicht. Daher bin ich heute so ein bisschen im Weihnachtsvibe. Du weißt schon, grüner Hintergrund, rote Krawatte, Mini-Weihnachtsbäume und so halt. Boah, voll geil. Aber die Nummer hat einen Twist, einen coolen Twist. Oh oh. Stell dir vor, scheiß die Wand an, ich packe heute einen Adventskalender aus. Habe ich früher auf meinem alten Account sehr oft und teilweise sehr exzessiv gemacht. Und eigentlich wollte ich damit aufhören, weil ich finde es ein bisschen abgedroschen, aber ich sehe auf TikTok diese ganzen Auspack-Videos, du weißt schon. Falls du mich nicht kennst, ich bin Özlem, die Adventskalender-Tussi, und niemand in Deutschland testet so viele Adventskalender wie ich, damit ihr euch das Geld sparen könnt, falls sie sich nicht lohnen. Und irgendwie bekommt man dann schon Lust drauf und ich habe mir angeschaut, was es momentan so auf dem Markt gibt und irgendwie war nicht so davon überzeugend. Also das wird ein Parfum-Adventskalender-Unboxing, du hast das glaube ich schon kapiert. Irgendwie hat mich keiner überzeugt, ich meine der von Dior wäre nice gewesen, aber wow, oh yeah, Butter, Geld ist gut, Geld ist geil. Oh, dann habe ich mir gedacht, ich kaufe mir einfach den von L'Oreal, L'Oreal Luxe, weil das ist safe, Designer-Brands und bla bla bla. Dann habe ich aber gesehen, dass das Ding voll ist mit auch so Beauty-Krempel, so Duschgele, Bodylotions, keine Ahnung, Mascara von Lancôme. Also ich wollte wirklich spezifisch einen mit Parfum-Inhalt, aber keine Parfum-Abfüllungen, keine Fiolen, weil das wäre, wer Adventskalender mit Fiolen kauft, der scheißt Geld. Ich wollte Mini-Flaschen, ich wollte Miniaturen haben, also wirklich einen Adventskalender, der voll ist mit Miniaturen. Ausschließlich Parfum-Miniaturen. Und so viele gibt es nicht draußen. Und wie gesagt, irgendwie hat mich da nichts überzeugt und die haben mir gedacht, scheiß drauf. Aber dann habe ich auf Willhaben das hier gefunden. Ich liebe Willhaben. Ich finde auf Willhaben so viel geilen alten Shit. Also für die deutschen Kollegen, Willhaben ist eine Art Secondhand-App. Und ich habe mir gedacht, die Baustelle hinter mir ist fertig, deswegen kann ich anfangen filmen. Falls du Krach im Hintergrund hörst, hinter mir ist eine Baustelle, sorry. Wo waren wir? Ich bin über das hier gestolpert und ich habe mir gedacht, ich suche alles mögliche auf Willhaben, tippst ein Parfum-Adventskalender und schaust, was kommt. Und naja, das hier ist gekommen. Und auf das hier freue ich mich, weil das wird lustig, weil ich glaube, das hält keiner in die Kamera oder keiner von euch hat das gesehen oder keiner von euch kennt das. Es ist von 1995. Das hier ist ein Vintage-Adventskalender von 1995, der nicht geöffnet wurde. Oh yeah. Von der Firma Rochat, du weißt schon. Ich habe mir auch angeschaut, was ich von Rochat tatsächlich in der Sammlung habe. Ist gar nicht so viel. Und ich glaube, dass hier auch ein paar Sachen sind, die man nicht mehr kaufen kann. Also das Tosca. Kommt man Tosca noch? Ich weiß es nicht. Anyways, es sind Parfums, es sind Miniaturen, es ist Vintage. Geil. Und weil ich in diesem Video nicht so exzessiv sprühen werde, wie ich das sonst immer mache, wie ein behinderter Affe. Habe ich tatsächlich ein Getränk auf meinem Tisch. Stell dir vor. She hot. Oh, das wärmt die Hände aber schon nice. Ich glaube, es ist Zeit für ein Flashback. Hast du heute genug Flüssigkeit zu dir genommen? Das habe ich früher in meinen alten Make-up-Videos in jedem Video gesagt. Das war so ein healthy reminder. So, zerlegen wir dieses Teil, schauen wir uns den Inhalt an. Vor allem werden die Miniaturen noch voll sein. Ich weiß nicht, wie der Vorbesitzer, die Vorbesitzerin das gelagert hat. 1995 ist ein Weilchen her. Kann sein, dass die Flüssigkeit in den Miniaturen verpufft ist. Sind die Miniaturen mit Schachtel? Über das würde ich mich sehr freuen. Aber ich glaube, die Miniaturen kommen so lose, also ohne Schachtel. Habe ich gesagt, was ich für das Ding bezahlt habe? Ja, oder? Nein, oder? Ich habe dafür geblecht 20 Euro. So, kommt da in Schuba. Boah, diese scheiß Baustelle hinter mir, Alter. So, das gute Stück sieht so hier aus. Ich bin jetzt gerade nur so ein bisschen verwirrt, weil Rochat hat jetzt nicht so viele Düfte, um 24 Türchen zu füllen. Gehe davon aus, dass sich hier ein paar Düfte wiederholen werden. Und weil ich mir gerade die Nägel geschnitten habe und das sonst sau weh tut, mache ich das mit einem Brieföffner, nicht wundern. Zahlen sind irgendwie verwirrend. Türchen Nummer 1. Oh, das ist dieses Byzantin. Und das ist voll. Nice. Pissions. Oh, dieses scheiß Ding doch noch brauchen, weil hier die Milliliter draufstehen. Und die variieren kräftig zwischen 3 bis 10 Milliliter. Und ein Rochat Lippenstift soll auch drinnen sein. Das ist aus den 90ern. Rochat hat schon lange keine Maquillage mehr. Byzantin. Das ist eine 3 Milliliter Eau de Parfum Miniature. Und leider ohne Schachtel, sondern einfach nur so. Oh.
Das könnte irgendwas Altes von Karl Lagerfeld sein. Sehr floral, sehr üppig. Wahrscheinlich Aldehyde auch drinnen. Ist aber voll cute irgendwie. Ich finde es nur sehr schade, dass das ohne Karton kommt, weil ich habe eine super, super strenge Regel. Ich habe mehrere strenge Regeln im Punkto Sammeln. Aber Miniaturen sammle ich ausschließlich mit Karton. Also einzeln verpackt müssen die sein. So lose, weiß ich noch nicht, was ich damit machen werde. So, ich stecke die auch wieder zurück in den Adventskalender. Nicht wundern, weil ich filme die Close-Ups im Nachhinein. Und wenn ich das alles draußen habe, weiß ich nicht mehr, was in welchem Türchen war. Bla bla bla, Miki. 2. Hä? Da ist einfach nur ein Bild, Alter. Oh Mann. Ist da wirklich nur ein Bild? Stell dir vor, da ist Geld versteckt. Das wäre wohl geil. Geld ist gut. Geld ist geil. Nö, da ist nichts versteckt. Da war einfach nur ein Bild als Lückenfüller. Das ist ein Schaß. Okay. 3. Da ist auch wieder nur ein Bild drin. Future Essence. Das ist Werbung einfach für eine alte Skincare-Line, die es gar nicht mehr gibt. Es wäre aber lustig, wenn da... Ich schaue jetzt einfach dahinter. Vielleicht ist da was versteckt, aber... Ich meine, eine Probe von der Skincare wäre nice, obwohl ich die... nicht verwenden könnte, wenn die auch von 1995 ist. Oh shit, Alter. Ich glaube, da werden jetzt viele Türchen... Ja, das ist ein Schaß. Das ist ein Schaß. Weil ich habe mir eh schon gedacht, so viele Parfums haben die gar nicht, um einen Adventskalender zu füllen. 4. 4 ist der Lippenstift. Tschüss, Lippenstift. Das wird heute ein Scheißvideo. Rouge Couleur Powder Lipstick. Ich habe noch nie in meinem Leben Rochard Make-up gesehen. Das sieht kristallisiert aus. Krass, Mann. Jo. No. Because she very old. Okay. Also der Lippenstift war in der 4 drinnen. Ich habe gedacht, das wird so. Das könnte 24 sein als Special. Okay, so irgendwie ist meine Laune gerade flöten gegangen. Ich habe mir gedacht, ein paar Miniaturen doppelt wäre egal, weil wie gesagt, so viele haben sie nicht. Aber wenn da jetzt 7 Parfums, das heißt, alles andere sind Bilder hinter den Türchen, das ist Schaß. Das ist ein Schaß. Und meine Weihnachtslaune, Stimmung ist futsch. Fünf. Wo fünf? Aber wir haben hier ein Bild von einem Teil einer Handtasche. Wie hoch stehen die Chancen, dass jemand von Rochard zuschaut? Hey Leute, euer Adventskalender von 1995 ist ein Schaß. Ich glaube an das Gute. Ich reiße jetzt diese Bilder alle auf, um zu gucken, ob was dahinter ist. Nö, ist er nicht. Ja Leute, kauft keine Vintage-Adventskalender, so viel zu dem Thema. Nein, macht nur Spaß. Aber wir kriegen sowieso ein paar schöne Minis zusammen. So, 6. Ist wieder ein Bild. Nix dahinter. 7. Das ist ein Bild von einem Typen, der sich irgendwie das Gesicht wäscht, so wie die Clairasil. Werbung. Da, schau mal, ich mach keinen Spaß. Ist auch nichts dahinter. 8. Oh, wow, wir haben in der 8 tatsächlich eine Miniatur. Scheiße, wir haben dieses Tosca. Ich glaube, Tosca habe ich seit ewigen Zeiten. Wieso sage ich Tosca? Das heißt gar nicht Tosca. Trottel. Toccade. Tocca, tocca. 3 Milliliter. Blumig. Nett. Leider ohne Schachtel. Damn. Okay, 9. Irgendeine Braut in einem roten Kleid. Opa. Das ist ein Schaß. Ich habe mich irgendwie urgefreut auf dieses Video, aber das ist der Urscheiß. So, 10. Boah, was haben die sich damals gedacht? Ich meine, waren... Ich weiß,
Waren Beauty Adventskalender? Wahrscheinlich gab es damals, 1995, gab es fix keine Beauty Adventskalender und Parfum Adventskalender, so wie heute. Also haben sie sich gedacht, ein paar schöne Bilder, weil 1995 hatten wir alle kein Handy und diesen ganzen Scheiß. Und visuelle waren wahrscheinlich, ja, ich sollte das so sehen. Wenn es jetzt wirklich 1995 wäre, würde ich mich sehr freuen, weil ich keinen Computer hätte und kein Handy und keinen Zugang hätte zu schönen Bildern. Und wahrscheinlich, ja, voll, wir haben das damals ausgeschnitten und gesammelt und in unsere Hefte geklebt. Ah. Voll geil. Fix nicht ausschneiden und irgendwo hinkleben. Wenn es zumindest Sticker wären. Okay, da war auch nichts dahinter versteckt. Da wird eh nichts versteckt sein. 11. 11 ist wirklich krass. Ich habe gedacht, dass dieser Mini-Lippenstift so eine Sonderproduction sein wird, aber die haben sogar hier einen Nagellack und einen Lippenstift in Full Size, auch so rot, so wie Paloma Picasso das damals gehabt hat. Anscheinend war das damals ein Ding. Rochard Make-up. Wer von euch erinnert sich noch dran? 12. Oh, wow. Rochard Femme. Ich glaube, der ist geil. Ich glaube, den will ich, den habe ich einmal irgendwo gerochen. Oh ja, das will ich als Vintage auch einmal in groß haben. Super blumig süß. Ich habe leider keine Damendüfte von Rochard in meiner Sammlung. Ich habe, wisst ihr, was lustig ist? Ich baue das jetzt einfach ein, um das Video so ein bisschen pseudomäßig zu strecken. Nein, ich mache nur Spaß. Ich habe mir wirklich gedacht, ich will das einbauen. Als ich die heute rausgesucht habe, ich habe heute gar nicht mit einem Duft gesprüht. Das machen wir doch glatt. Saugeiles Ding. Ich habe mir gedacht, ich suche ein paar Düfte raus für dieses Rochard-Video. Ich habe die hier so auf der Kommode stehen gehabt und ich habe mir gedacht, eigentlich genau genommen brauchst du nicht mehr. Rochard hat so eine Vielfalt. Nein, Blödsinn, das war jetzt falsch ausgedrückt. Rochard hat nicht eine Vielfalt an Düften, aber die Düfte, die sie im Sortiment haben, die sind alle sehr, sehr unterschiedlich, was eigentlich schon cool ist, weil es gibt so viele Firmen, die haben so viel Zeug in ihrem Sortiment und irgendwie im Endeffekt ist dann nur einer oder zwei gut und die anderen sind alle irgendwie so same oder unterschiedlich. Nein, was will ich jetzt eigentlich sagen? Ich habe diese drei hier, das sind drei Männerdüfte. Ist das ein Männerduft? Er kann unisex sein, passt schon. Auf jeden Fall, ich habe mir das rausgestellt auf den Tisch und ich habe mir gedacht, eigentlich, wenn ich jetzt so diese drei hier hätte, es wäre enough. Weil das hier, das ist ein saugeiler Alltagsduft. Der hier, Moustache, ist geil jetzt für Herbst, Winter, zum Fortgehen. Und der hier, das Rochard, ist super fresh für Sommer, Freizeit, Sportaktivitäten oder so irgendwie. Also wenn ich jetzt nichts hätte, wenn ich meine Parfumsammlung nicht hätte und die drei würden so hier dastehen auf meiner Kommode oder in meinem Badezimmer, nein, im Badezimmer ist nicht gut, aber wenn das so hier stehen würde, habe ich mir gedacht, eigentlich ist das wirklich so enough und die Firma hat wirklich, ach, bla bla, du weißt, was ich meine. Ich finde Rochard oder Rochards ist eine Marke, die nicht genug Attention bekommt oder untergeht. Naja, kein Wunder, weil sie solche scheiß Adventskalender produzieren. 13. Ich finde die Bilder machen, ja, aber ich darf nicht so denken, weil wie gesagt 1995, damals hätte uns das happy gemacht. Das sind jetzt einfach nur so die Hände von irgendeiner Tante, die sie in den Mantel gesteckt hat. Wow, ist das Bild schön, das werde ich jetzt ausschneiden und irgendwo hinkleben. Ich glaube, wir waren wirklich 1995 einfacher gepolt und wie gesagt, wir sind jetzt so übervisualisiert. 14. Ja, da ist so eine Blondine und die ist im Wasser mit einem weißen Badeanzug und hat Spaß ohne Ende. 15. Oh, da gab es ein zweites. Da gab es, das wusste ich gar nicht, es gab ein Bisons oder Bisonze oder wie heißt das? Bisons gab es in Blau und in Gelb, wusste ich nicht. Auf jeden Fall ist die Werbung dafür. Hinter 15 und jetzt 16. Komm, gib mir eine Flasche, bitte nicht noch ein Bild. 16. Oh! Umdrehen, damit ihr auch was sehen könnt. 16 ist der hier. Ist dieser hier, dieser super zitrische, frische. Ist geil. Riecht ein bisschen herber, aber sie riechen alle noch gut. Sie sind nicht kaputt und vor allem, sie sind alle noch voll. Ich habe mir gedacht, das wird so verdampft sein, aber nö. Und wie gesagt, sie kommen leider ohne Schachtel. Ich weiß auch nicht, was ich damit machen werde. Ich werde sie nicht verlosen. Schreibt mir nicht so einen Scheiß in die Kommentare. Ich mache keine Verlosungen. 17. 17 ist halt ein Bild von einer Tante in einem Ballkleid. Sieht hübsch aus. 18. Hatte Rochard Couture und Mode? Das ist komplett an mir vorbeigelaufen. Ist auch wieder so ein Bild von der Runaway. Runway. 19. Das? So ist dasselbe Bild von der Tante, nur so ein Close-Up, damit man ihre vier Knöpfe sehen kann. Wow! 20, komm jetzt bitte eine Flasche.
Ja. Tada! Das muss Madame Rochard sein. Madame Rochard will ich unbedingt als reines Parfum haben, weil das habe ich irgendwo mal geschnuppert und das reine Parfum von Madame Rochard Vintage ist gut. Schön, klassisch, floral. Das Femme Rochard ist halt schon geil. Madame, meh. Ich stecke das jetzt zwar wieder in die Türchen zurück, aber so viele Close-Ups werde ich hier nicht filmen müssen. 21 wird sicher wieder Pizzura sein. Sieht halt aus wie ein Vorhang, der hat halt eben so ein bisschen Model von hinten fotografiert, der hat so einen Mantel an. Sieht aus wie ein Duschvorhang, okay. Wow, das war jetzt 21, 22. Ich hab gedacht, das wird ein längeres Video, hehehe. 22. Oh, surprise, motherfucker, hier ist nichts drinnen für dich. Ist das Kate Moss? Nein, aber irgendeine Bitch, die surprised ist. Wow. Ich bin auch surprised über diesen Adventskalender. Nein, ohne Joke. Stell dir vor, irgendwer vom Rochard-Team sieht das. Hi, Adventskalender ist scheiße. Bringt doch einmal. Können wir bitte 2024 einen Reloaded Rochard Adventskalender haben, der so wirklich geil ist? So, was war das jetzt? 23. Der ist halt so richtig 90s Visuals. So eine Blondine, die schaut und so eine Blondine, die aus ihrem Gesicht spaziert. Okay. Und 24 muss jetzt ein Duft sein, sonst wäre das echt scheiße. Ja, 24 ist dieses L, Ella. Elan de L, oder? Elue de O. Hä? Dieses Ding hier mit so einer Figur, die so davon schwebt. Allure de O, oder? Ja, ich glaube schon. Oh, das erinnert mich an irgendwas. Ich glaube, irgendwas, sowas von Yves Rocher gab es einmal. Ich bin überrascht, dass die Düfte noch gut sind. Nicht, weil Düfte nicht so lange halten können, aber wie gesagt, das ist aus zweiter Hand und das sind Miniaturen ohne Versiegelung, einfach nur mit Plastikstöpsel drauf. Ich blende dir mal die Ausbeute in Nahaufnahme ein. Boah, voll cool. Dein Ernst? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Parfum-Miniaturen und ein Miniaturen-Lippenstift. Verteilt auf 24 Türchen. Oh ja! Also für heutige Verhältnisse ist das ein Schatz. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, was hat das Ding damals gekostet. War das ein Kundengeschenk? Also wenn das ein Kundengeschenk wäre, wäre das wirklich nice. Aber wenn ich bedenke, wie teuer heutzutage diese Beauty-Designer-Adventskalender sind. Geld ist gut. Aber diesen Trend gab es ja nicht 1995, das ist erst jetzt die letzten Jahre so mutiert. Beauty und Parfum Adventskalender. Kann gut sein, dass es damals wirklich so ein Kundengeschenk war, so ein exklusives, was dann halt schon wiederum nice wäre. Und wie gesagt, diese visuelle, diese Bilder hinter den Türchen. Bedenke, 1995, die wenigsten von uns hatten damals einen Computer zu Hause, oder eigentlich keiner, oder auch kein Smartphone gab es nicht und irgendwie visuelle, weil ich kann mich auch noch erinnern, man hat aus den Zeitungen Sachen, die einem gefallen haben, hat man rausgeschnitten. Man hat visuelle Bilder, Poster, man hat das gesammelt, weil visuelle waren damals, wie oft habe ich jetzt visuelle gesagt, man hatte damals nicht diesen Zugriff, diesen ganz leichten, ganz schnellen zu Bildern, weil es einfach digital, weil wir nicht ständig abgehangen sind mit Phone in der Hand. Also für damalige Verhältnisse ist das okay und wahrscheinlich war das auch ein Kundengeschenk, also ist jetzt nicht so schlimm. Irgendwie ist der Tee heute auch gut. Oh, ho, ho, ho. Das Ding habe ich beim TK Maxx gefunden. Okay, Leute, wie random, unnötig, unterhaltsam oder lustig war dieses Video heute? Ich habe keine Ahnung. Ich bin neugierig auf die Aufrufe. Ich will diesen Monat ein paar andere Videos auch so dazwischen knallen und nicht nur immer Holz machen, damit es einfach ein bisschen lustiger wird oder abwechslungsreicher. Aber natürlich alles im Beauty-Blödsinn. Parfum, alles mit Parfum-Content. Und so, meine Lieben, das war der Rochard Adventskalender 1995. Für alle euch da draußen, die sich gewundert haben. Hey, der Adventskalender von Rochard von 1995. Ich konnte ihn mir damals nicht leisten. Miki, mach ein Video. Was ist da drinnen? Ja, keine Sau interessiert sich dafür. Das war's. Ihr kratzt die Kurve. Das ist echt ein saugeiler Duft. Sei so gut, sei so nett, schreib mir irgendwas in die Kommentare, irgendeinen Schrott, irgendeinen Scheiß, das wäre mega gut. Lass ein Like da, lass ein Abo da, du weißt schon. Und falls du das immer machst, cheers baby, danke dir. Frohen ersten Advent. Das kannst du in die Kommentare schreiben. Falls du nie weißt, was du in die Kommentare schreiben kannst, das würde heute urgut passen. Frohen ersten Advent. Ich wünsche dir einen frohen ersten Advent. Ich hoffe, du siehst das Video heute und nicht irgendwie 5 Monate später. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich kreuze jetzt die Kurve, ich sage danke fürs Zuschauen und bye.
Boah, voll geil.